Eben waren wir noch beim Workshop in der Theorie, jetzt geht's in die Praxis. Marc und Flo wollen natürlich heute Nacht auch gerne an der Donau hier unser neues Deadbait-System testen. Ich zeige euch jetzt mal in aller Ruhe, wie es einzusetzen ist, wie es funktioniert. Wir bringen jetzt den Deadbait Puncher auf den Markt. Ist ein ganz cooles, innovatives Produkt. Viele von euch kennen das ja schon von meiner Big River Produktion. Da hatte ich mir das alles noch selber gebaut und rumexperimentiert. Jetzt ist das Teil marktreif und ist eine ganz tolle, innovative Sache geworden für uns Welsangler. Und der Deadbait Puncher, der Köderfisch aus Stanzer, wird definitiv dem Welsangeln in Deutschland, wo der lebende Fisch verboten ist, mächtig helfen. Das System besteht aus zwei Teilen. Einmal dem Aushöhler, was er damit macht, zeige ich euch jetzt. Und einmal dem Puncher. Und der Puncher wird hier eingeführt und stößt dabei dem Köderfisch die Auftriebskörper ganz unauffällig unter die Haut. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Als erstes nehmt ihr euren Köderfisch. In dem Fall haben wir jetzt hier eine tote Forelle, frisch tot gemacht. Und geht im hinteren Teil mit dem Filetiermesser rein. Schneidet euch gerade so ein kleines Stück hier rein. Schneidet das ein bisschen auf. Jetzt zieht ihr euren Ausstanzer auseinander. Moment, müssen wir noch mal kurz ins Wasser. Jetzt ein Wassereimer hier, ganzer Sand. Und geht mit der scharfen Seite hier hinten in den Schnitt rein und dreht ihn dabei ein bisschen. Und geht mit dem Ausstanzer an der Forelle durch leichtes Drehen, dabei wird das Rückenfilet rausgeschnitten, nach vorne bis zum Kopf durch. Ich drehe das hier entlang bis hoch zum Kopf und dabei schneide ich das komplette Rückenfilet an der linken Seite jetzt raus. Drehe den ein bisschen, immer wieder drehen. Und ziehen jetzt langsam aus dem Fisch wieder raus. Und ihr seht jetzt schon, hier ist ein richtiger Hohlraum entstanden, denn das Filet, das Rückenfilet, ist hier im Stanzer drin. Das schiebt ihr euch jetzt raus. Komplette Rückenfilet ist jetzt draußen. Und an der linken Seite von eurem Köderfisch ein kompletter Hohlraum. Und hier kommen jetzt unsere Auftriebskörper rein. Mach sie nochmal kurz sauber. Bevor ich die jetzt aber einführe, machen wir das gleiche noch auf der linken Seite. Wieder hier hinten im hinteren Bereich mit dem Filetiermesser ein kleines Stück reinschneiden. Auch auf der gegenüberliegenden Seite das Rückenfilet entfernen. Schön hier rein, passt auf, dass er die Außenhaut nicht verletzt, aber das geht ganz gut. Schön drehen, schneide das Rückenfilet hier raus, bis zum Kopf hoch, durchdrehen, hochschieben. Jetzt sind wir oben angelangt, jetzt wird es noch ein bisschen gedreht. Drehen, 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 drehen. Zack, jetzt ist es auch hier gefangen. Genau, ihr seht das. Schiebt es euch mal raus. Und hier seht ihr schon, auffallend, es hat ungefähr 1 cm Durchmesser von der Stärke her. Und das ist ganz wichtig, denn genau diese Stärke hat auch unser Auftriebskörper, den wir da jetzt ins Filet reinschieben. Ich mache es jetzt euch nochmal sauber. Ich habe in der Vergangenheit immer diese Foams hier benutzt aus dem Baumarkt, ist allerdings nicht ganz umweltfreundlich. Landet im schlimmsten Fall im Wasser dann nach dem Angeln, wenn der Waller den Köder genommen hat. Haben wir uns ein paar Gedanken gemacht und haben euch hier diese Korksticks auf den Markt gebracht.
Das sind 6 Stück in der Verpackung drin. Ich reiße das mal auf. Das ist natürlich super umweltfreundlich. Und diese führen wir jetzt in unseren Köderfisch unauffällig hier an der Seite entlang ein und testen dann den Auftrieb des Köders im Wasser. Also je nach Ködergröße braucht ihr nicht alle. Ich schätze mal, wir brauchen hier auf jeder Seite 2 von diesen Korksticks. Die können natürlich nach dem Angeln, wenn kein Biss gekommen sein sollte, dem toten Köder wieder entnommen werden. Den könnt ihr dann entsorgen und könnt die euch aufheben. Um die hier richtig schön reinzubekommen, also ganz vorne am Kopf des Köders anzusetzen, schiebt ihr diese Korksticks, die den gleichen Durchmesser haben wie euer Ausstanzer und auch den gleichen Durchmesser wie euer zuvor ausgestanztes Rückenfilet der Forelle, in euren Ausstanzer rein. Ich nehme gleich mal 2 Stück. Schiebe den jetzt hier hinten in die Forelle rein. Gehe jetzt mit dem hinteren, der Durchschiebehilfe, in den Ausstanzer, gehe ganz nach vorne in die Forelle und schiebe jetzt die Korksticks in den Fisch rein. Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Hier vorne liegen sie jetzt ganz unauffällig im Köder. Auf der linken Seite machen wir das Gleiche. 2 Korkpatronen. Korkpatronen ist auch ein cooler Name, wie so ein Gewehr, aber wird ja genauso geladen. Hier drin. Der linken Seite werden die jetzt reingesetzt. Geht wieder vor bis zum Kopf anfangen. Schön durchschieben. Achtet darauf, dass ihr im linken Kanal wart, wo ihr auch vorher das Filet eingesetzt habt. Bis hoch zum Kopf. Jetzt ein Druck von hinten. Zieht dabei den Ausstanzer wieder raus. Beide Korkpatronen sind jetzt in der Forelle drin. Eine ganz unauffällige Form im Fisch drin. Und jetzt machen wir mal einen Test, ob das schon reicht, ob die jetzt schon im Wasser steht. Denn die muss nur aufrecht stehen. Ich setze mal hier den Eimer rein. Und voilà. Ich zeige es euch gleich nochmal am Boot. Steht ganz aufrecht wie ein Torpedo. Kurz bevor ihr es einsetzt, noch ganz wichtig. Schwimmblase kaputt machen. Dazu gehe ich unten im Afterloch der Forelle mit einem Filetiermesser rein. Mit der stumpfen Seite nach oben, damit ich die Forelle nicht aufschneide. Steche hier die Schwimmblase kaputt. Merkt ihr dann, wenn es so leicht zischt. Und euer Köder ist fertig und einsatzbereit. Ich zeige es euch gleich noch im Wasser, wie es steht. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie sie beködert wird. Denn dieser Deadbait wird genauso beködert, wie ihr einen lebenden Köderfisch beködert. Wir haben jetzt hier ein 2 Meter langes Vorfach mit der X-Strong U-Pose von 10 Gramm. Einzelhaken und der Double Ghost Hook. Ich setze jetzt den Einzelhaken der Forelle durchs Maul, aber im umgekehrten Weg. Einen lebenden Köderfisch würdet ihr jetzt hier durch die Oberlippe nach außen anködern. Ich möchte aber, dass mein Fischmaul beim Deadbait komplett geschlossen ist, damit kein Wasser eindringen kann. Deswegen gehe ich mittig durch die Nase, durch und durch den Unterkiefer wieder raus. Jetzt ist das Maul schon geschlossen. Hier kommt jetzt noch gleich ein Gummi drüber, ein Baitstop. Das Maul geschlossen, der Zug geht direkt auf den Kopf der Forelle. Und den Ghost Hook setze ich hier hinten im hinteren Bereich, an der zweiten Anbissstelle im Schwanzbereich, leicht unter die Haut. Und fertig ist mein System. Eine ganz unauffällige Präsentation. Einen toten Köderfisch wieder lebendig gemacht mit unserem neuen Köderfischausstanzer. Und wie das Ganze im Wasser aussieht, zeige ich euch jetzt beim Auslegen. Auf geht's. So, ich zeige euch jetzt mal hier im Wasser. Hier seht ihr im Wasser, die Forelle steht einwandfrei gerade in der Strömung. Und wenn jetzt Druck drauf kommt vor dieser Flügel-U-Pose, fängt sie richtig schön an zu schlingern in der Strömung. So, lass mal schön zum Grund runter, halten den Stein noch leicht fest, bis wir an die Kante rankommen.
da wird es abgelegt. Jetzt geht es auf direktem Wege zurück ans Ufer. Die Montagen sind legal, wir angeln mit Deadbait-Systemen. Jungs, probiert's aus, macht die Probe aufs Exempel, vertraut dem toten Köderfisch.